Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem CSGO Matchmaking. Ja, nach einem halben oder dreiviertel Jahr muss ich wohl mal wieder ran. Einige haben schon gefragt, wann denn wieder das nächste Matchmaking kommt. Und jetzt zum Jahresanfang kann man ja mal wieder reinhasseln, ne? Mal gucken, wie das Team so ist. Hello Team. Die hören sich gut an. Die hören sich gut an, Alter. Das sind Boy Scouts. Das höre ich direkt, das sehe ich direkt. Das ist der Markt. Bo! Hey, Jungs. Mach das, kommt schon. Ich habe ziemlich viel Vorarbeit geleistet. Oh, guck mal, der Glock Knight, sehr schön. Was hat er? Catacombs, aha. Und Monsieur, Mark. Er hat ein gutes Aim. Ist eh für ihn. Oh, Marky Boy. Nice. Alter, Falter, Verwalter. Hat er wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er sich schon verdient. Aber die viel wichtigere Frage ist, habe ich den ersten Headshot verdient? So, Jungs. What are we gonna do next? Kann ich hier runter, Monsieur? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab kurz Angst bekommen. On spot one. He's down. Plant and Forbans. Es greift ineinander. Also bis jetzt bin ich ziemlich zufrieden. Kann mich nicht beklagen. Das scheinen auch wirklich sehr gemütliche Boys zu sein. Also so wie ich. Hä? Wir sollen alle A pushen und dann auf B über A? Das klingt nach einem Plan, mein Freund. Das klingt nach einem Plan. Die werden nicht damit rechnen, nachdem wir alle auf A gekillt haben, dass wir dann auf B gehen. That's the plan. Catwalk is down. Highway, I think. Oh, oh, was ist denn da los? Ist Main schon? Nee. Oh, der ist da bei ihm. Guck mal, da ist er ja schon. Komm, geht zusammen drauf, Jungs. Oh, nice. Oh, oh, oh. Mark, Mark, Mark. Was machst du? Ah, Molly. Jungs, was macht ihr für eine drastische Geschichte? Boah, die spielen so hektisch, ne? Wahnsinn. Leider geht eh safen. So eine kleine Kacke M4 da. Soll er doch gerade die M4 palde, der Dumpatz. Denn wir wurscheln jetzt hart. Wie meine Haare hier schon abgeschnitten sind, was ist los? Okay, Leute. AK-Zeit ist angesagt. Freut ihr euch schon? Also ich freue mich. Ich denke, wir gehen wieder B. Der Kollege ist schon in Vents drin. Jungs, da müssen wir langsam aber sicher ran. Immer wenn schon jemand... Oh, ich habe ihn noch getroffen! Oh, aber den nicht mehr. Aber dem da oben habe ich schon noch schön eingedrückt. Muss man mir auch mal lassen, Leute. Ich meine, Eigenlob stinkt wie die Sau. Deswegen lobe ich mich auch nicht, sondern andere müssen mich loben. Na? Ich muss sagen, es macht mal wieder Spaß, so eine Runde Matchmaking. Ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Es haben auf jeden Fall, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, einige gefragt, ob ich nicht mal wieder Matchmaking machen kann. Es wurde auch explizit von einer Person nach ungeschnittenen Matchmakings oder nach einem ungeschnittenen Matchmaking gefragt. Kann ich auch gerne machen. Ich weiß, dass viele User bei mir sehr verwöhnt sind und die geschnittenen Sachen natürlich auch deutlich mehr feiern, was ja auch irgendwie klar ist. Da ist ja auch viel mehr Bums drin, ne? So wie eben auch in diesem Video hier. Aber dennoch... Another one mit. Oh, he's low. 4 HP left on mid. Komm schon, Jungs, geht ran. Bitte schnell. Der hat noch 4 HP! Der letzte hat jetzt wahrscheinlich die Bombe, ne? Ihr müsst mal kurz zu dritt ran und die Bombe holen. Bitte, Jungs, fokussiert euch. Nicht rumkacken. Der ist auf B, was? Ja, genau, geh A, geh A. Nicht. Geh schön auf A, Blau. Blau, was ma... Oh. Er ist aber auch echt ein Hartriegel, der Kerl, ne? Also ich spiele bei sowas viel lieber auf einen Safe-Win. Also dann halt, wenn der Letzte auf B ist, da ja, alle Mann auf A. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man auch mal rangeht, klar. Aber wenn das in die Hose geht, dann wäre es ein One-on-One gewesen. Und schon hat man die Salatschleuder. Ich verstehe euch nicht ganz, aber ich komme mit. I think this is English. Naja, ja. Ich weiß, viele sind da etwas verwöhnt. Denn natürlich ist es geschnitten halt mit mehr Bums, aber... Es gibt x Milliarden Channel, die ungeschnittene Sachen hochladen und damit sehr erfolgreich sind. Darum werde ich auch mal wieder einfach so, wenn ich mal wieder eins hab, ein angenehmes Matchmaking hochladen. Natürlich gibt es Matchmaking, die sind nicht zum ungeschnittenen Hochladen geeignet. Ja, also wenn es richtig kacke lief, meinetwegen, wenn die Mates einfach komplett behindert sind und die ganze Zeit nur rumschimpfen, dann ist es nicht optimal, also es ungeschnitten zu machen. Alter, wie wir die überfahren? Ich muss halt im Vorher immer wissen, ob ich jetzt was geschnitten oder ungeschnitten mache, weil ich dann halt nicht in der Nase bohren kann, weißt du? Beziehungsweise schon, aber dann sieht's ja jeder. Oh, B-Flash, nice. Er hat den Flash geholt, der wollte ihn rushen. On spot. Jawohl, na also, es geht doch. Jungs, bitte guckt in Vents rein. Ich möchte nicht gepimmelt werden. Danke. Vielleicht bekomme ich noch einen kleinen, aber feinen Kill. Oh. Ist der im Vent? Ich bin mir sicher, dass er gleich da lang kommen möchte, aber nein, ich brenne ihn zu. Okay, wo ist er denn? Wo laufen sie denn? Oh, ich bin fast down. Mist. My feet are freezing. Warum hat denn eine Schniedelwurst in seinem Namen? Wir sind hier auf einem familienfreundlichen Kanal. Willkommen übrigens an alle Familien. You play with your feet? With my dick. Es war so klar. Es war so klar. Bombe ist A down. Ich gehe main. Fuck. Sorry. Der gemütliche Sprung ging ganz schön in den Arsch. Aber ein gutes Beispiel für dieses Safe Play.
Ich sag zwei auf B an. Einer ist noch irgendwo anders. Wir sind zu dritt, haben die Bombe oder wissen, wo unsere Bombe liegt. Sie liegt bei uns hinten. Und die Mates entscheiden sich aber lieber dafür. Irgendwie einer geht Mitte und der andere geht B oder sowas. Und ich gehe dann mit der Bombe alleine auf A. Wobei wir doch wissen, dass auf A höchstwahrscheinlich nur einer ist. Da würde ich doch lieber safer spielen. Zumindest so ein bisschen safe. Und halt etwas zusammenziehen. So ein Yellow, I think, oder? Das ist auf jeden Fall ein Deutscher, oder? Der Kerl, Team Pizza. Okay, no steps, just wait. We need to wait, mates. You can't. Hallway, oh fuck. Guck, wie sie da oben stehen, die Boys. Wie sie komplett am Chillen sind, beide. Einer wurde so ein bisschen angefragt von der Nate. Guck, was machen sie denn da oben? Ringelpiets mit anfassen oder was? Ich sehe keinen. Da ist kein Vogel. Aha, jetzt kommst du. One is hit with Deagle. Come on, another hit. Car is hit too. Alter, wie viel habe ich angefragt, Mann? Okay, aber dem einen habe ich jetzt nicht wirklich viel gegeben. Aber guck mal, da 82 in 2. Hätte er nicht umfallen können? So ganz leicht? Was? Eco und B? Alter, wir haben doch ultra viel Cash. Was laberst du? Wir haben doch alle gekauft. Was, Also den einen verstehe ich nicht gut. Er spricht zwar Englisch, aber ich verstehe ihn nicht so gut. Und meine Ohren sind auf jeden Fall super, denn ich... Oh! Denn ich war gerade heute beim HNO. One on spot. Nein, du Pisspantoffel! Musstest du nochmal gucken? One is close, left side. Close, B main. One mid. Oh mein Gott, alter Blau, sag doch irgendwas. Der hat Mark einfach von hinten pimmeln können. Okay. Bist hier so ein bisschen auf Ärger. Ah! One up and Vance, he's down, nice. Na, wer kommt denn da? Kätzchen! What are you doing, Gato? What are you doing? Bitte guckt, ich mach gar nichts. Doch, du machst was. Kätzchen, ich kann so wirklich nicht, Das macht er jetzt, der Richard. Richard Löwenherz, der war links von dir. Richard, schade. Hat er etwas viel getappt und nach oben gebollert, ne? Naja. Was ist denn jetzt los, Leute? Jetzt nicht anfangen hier zu randalieren. Ich will jetzt alles sehen. Und das ist ein Catwalk, ey. Wow! AWP, bist du verrückt? Boah, nice, Richard. Schade, Richard. Ein Win wäre auf jeden Fall nicht schlecht, denn ich hätte gerne wieder den LE zurück. Das wäre schon eine nette Angelegenheit. Ja! Whitebox ist down. Another one, Whitebox. Au. Whitebox. Ich hätte mir gewünscht, ihn auch noch zu fisten. Aber es hat nicht sollen sein. Würde Heinrich Georg von Schiller jetzt sagen. Aber was macht ihr jetzt, ihr Säcke? Da ist doch auch einer neben dir, oder, Marc? Boom. Doch nicht. Alter, Marc, du bist so sweet. Marc, es wäre so süß von dir. Danke. Oh, nice. Da bekomme ich immer schwitzige Hände. Ich meine, es ist schon nicht schlecht. Die Idee dahinter ist gut. Erstmal closer ranzugehen, um den anderen auch fisten zu können, ne? Der eben oben bei Cat steht. Man muss sie eh möglichst gleichzeitig bekommen. Das heißt, da war viel Überlegung dabei, auf jeden Fall. Dennoch bekomme ich bei sowas schwitzige Hände. So, jetzt noch mal ein Win hinterher. Und da bin ich komplett zufrieden. Da bin ich also wirklich vollends, freudig. Oh, oh, shit. A-Man is pushing. Na. Is B pushing? Ja, yeah, B is coming. He's behind us, he saw me with bomb. Main one, I'm low HP. Schon wieder stehen wir alle irgendwo. Wir sollten vielleicht gemeinsam so als Konglomerat gegen die Cities spielen, die nur Pistolen haben. Jetzt haben sie uns gerade alle gepimmelt. Kein City ist gestorben. Anyway, ich denke, ich gehe wahrscheinlich on-spot bei A, obwohl ich da eigentlich gar nicht so gern stehe, aber mit Fremden, mit komplett Fremden stehe ich sehr ungern bei Yellow, also bei Forklift. Weil Mitte wirklich stabil sein muss und vor allem muss auch angesagt werden, wenn Mitte verschiebt. Sonst stehst du da und musst Highway gucken und du bekommst von Squeaky den Arsch versohlt. Also das ist eklig. Ja, steps on A now. Main und Squeaky. Can you help? Naja gut, die erste Runde ist ja an sich auch keine Runde. Let's go! Jetzt habe ich schon seit gefühlten 30.000 Runden keinen mehr killen können. Das ist ziemlich mager. Eine sehr magere Ausbeute. Fuck! Alter, hat mir gerade der Mate in die... Hallo? Main, at least two. I'm on it. It helps. Scheiße, ich bin low. Oh, ich laufe ihm rein! Muss er in dem Moment auf meinen Mate hinter mir schießen? Es ist doch nicht wirklich zwingend notwendig. Es läuft gerade nicht sonderlich gut. Machen wir den Deckel drauf. Wir verwandeln das Spiel, wir drehen es um. Die haben es drauf mit ihren, wow! Mit ihren Dingern hier, mit den Mollys. I'm gone mit. Komm her, du Sack. Ich hasse es hier zu stehen, wenn der bei White ist. Also wenn er direkt vor mir steht, dann erschrecke ich. Nice. Boah, ich dachte, hier wären beide Yellow und da steht er einfach da hinten drauf. Wie gesagt, jetzt machen wir leider mal hier Dampf. Wir fangen mal an. Na, fuck. Der Kollege sagt noch Left Side Main und ich so, hä? Wo? Leute, wir dürfen nicht verlieren, ja? Ich möchte doch sehr gerne wieder den Adler zurück, hallo? Also Leute, ich habe einen Berasch auch gesagt, mach einen Berasch, guck mal. Oh, die hören super bis auf Gelb. Der hat halt Pipi in den Ohren. Nice. Fast. Au. Ah, Gelb war gar nicht da. Na, sagt er sorry, 3 Jahre später. I'm so sorry. But I was AFK. Hätte vielleicht was werden können.
Diese Flash hat vor Raffinesse gerade so gestrotzt. Manchmal träume ich davon aus, solche Flash schmeißen zu können, aber dann fällt mir wiederum, wenn ich wach bin, auf, dass ich es kann. Ich habe es sogar perfektioniert. Also gestern habe ich mir auf Overpass an einer komplett unmöglichen Stelle eine Nate auf meinen eigenen Kopf geworfen. Das ging eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. I'm gone, Vance. Nice. Surprise, motherfucker. Mid one. Ah, fuck, he's mid. Muss er da stehen? Die Runde, da hat er recht. Die haben wir eigentlich gehabt. Die haben wir eigentlich gehabt. Ich hätte vielleicht doch nicht auf Mitte gehen sollen. Wobei auch meine Ausführung halt stümperhaft war. Anstatt zu schauen, bin ich halt direkt gehoppelt. Ne? Ist auch dumm. Ich habe ihm den Kill geschenkt. Wo seid ihr? We got the fuse. Fuck. 95-3, bitte komm schon! Kommt Jungs, den Draw müssen wir uns echt holen. Scheinbar hatte keiner Kit, also es kam keine Info, wer ein Kit hat. Darum musste ich dann halt Druck machen, ne? One still main. Slow. Bomb. Wo bist du? Bruh. Ah! Und noch nicht mal die 50 Punkte! Ich hab nicht dran geglaubt, dass er unter mir durchgeht, der AWPler. Ich dachte echt, der ist woanders. Flawless war echt krass. Da muss der Uprank wohl noch ein bisschen warten. Zumindest war es kein Downrank. Hier gibt's natürlich auch wieder ein kleines Skinnerini für euch. Einfach hier in die Kommentare irgendwas schreiben, keine Ahnung was. Also ein Kommentar, wie auch immer. Jetzt nicht einfach nur haha oder hihi oder toll, sondern irgendwas. Übrigens, wo wir schon an der Stelle sind, der aktuelle YouTube-Skin-Gewinner, und zwar der Gewinner der Neo Noir USPS, ist Xardax oder Xardax. Du hast das Teil gewonnen. Ich bekomme von dir einfach unter diesem Video noch zusätzlich zu dem, was du sonst noch geschrieben hast oder schreiben möchtest, geschrieben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Also von wegen, oh, ich habe gewonnen. Heute ist wieder Livestream, also um 18 Uhr. Jetzt, gerade im Moment. Außer ich schaffe das Video für heute doch nicht. Dann kommt das darauf an, wann es eben kommt. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Diesen Freitag, wenn das Video passend kommt, also morgen am 11.01. fällt der Stream aus, weil ich da auf einem Konzert bin, abends. Vielleicht beginnt er sehr spät, 23, 0 Uhr, 1 Uhr oder gar nicht. Mal schauen. Dankeschön für alles und natürlich auch wieder ein dickes Dankeschön hier an meine YouTube-Mitgliedschaftsleute und an meine Patreons. Die sind, wenn alles klappt, auch wieder in der Endcard eingeblendet. Haut da rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.